Hallo du, hallo, schönen guten Morgen. Hier ist Harald Zillis, der Network Marketing Coach. Ich bin gerade am Walk mit meiner Lucy und bin gerade aufgestanden, bin am Morgenwalk also und ein paar Gedanken zu deinem Geschäft. Schau, Network Marketing braucht keine Manager. Manager sind nötig in Betriebsunternehmen, in der Betriebsführung sind nötig, dass dort, wo Verwaltung notwendig ist, dort braucht man Manager, Leute, die also anderen sagen, was sie tun sollen, die sie dann kontrollieren, ob sie es auch gemacht haben und dazwischen hoffen, dass die Ergebnisse passieren. Das sind Manager. Manager gehören in die Verwaltung, aber im Vertrieb, im Network Marketing, da brauchst du echte Leader. Und was ist der Unterschied? Ein Leader ist immer jemand, der die Aufgabe selber kann. Das heißt, wenn er etwas verlangt von seinen Leuten, zum Beispiel mehr Kunden zu gewinnen, dann kann er selber Kunden gewinnen. Und wenn er verlangt zu rekrutieren, dann kann er selber rekrutieren. Und wenn er verlangt zu onboarden und zu coachen, kann er selber onboarden, selber coachen. Also ein Leader im Network Marketing ist immer jemand, der kann die Sache selber. Er hat aber auch die Fähigkeiten, es anderen Menschen beizubringen. Er ist ein guter Trainer, ein guter Coach. Und er ist natürlich jemand, der die Sache vormacht, der nicht von Leuten etwas verlangt, was er selber nicht macht, sondern Leuten es vormacht. So wie der gute Skilehrer eben vorfährt, damit die Schüler nachfahren kann. Network Marketing ist also ein Geschäft, das vom Vormachen lebt, das davon lebt, dass du dein Wissen, dein Können an andere weitergibst. Network Marketing ist nicht nur ein Thema, wo du Leute rekrutierst, damit sie das machen, was du nicht machst. Und leider ist das im Network Marketing so häufig vertreten, dass wir glauben, dass wir Leuten sagen müssen, was sie tun sollen, dass sie das machen sollen, was wir selber gar nicht machen, dass wir an Leuten etwas verlangen, was wir selber gar nicht tun. Das ist alles, passt alles in angestellten Unternehmen, das passt alle in managementgeführten Unternehmen, das passt aber nicht in Vertriebsunternehmen, das passt schon gar nicht ins Network Marketing. Network Marketing lebt davon, dass du deinen Leuten zeigst, wie man es macht. Und das setzt voraus, dass du selber kannst und dass du es vormachst. Vormachen ist also das, worauf es im Network Marketing ankommt. Network Marketing sucht echte Leader. Und echte Leader sind Menschen, die das, was sie von anderen verlangen, auch selber können und selber tun. Denn du bist wie auf einer Glasplatte. Die Leute hören zwar, was du sagst, sie sehen aber, was du machst. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Aufbau deines Unternehmens. Ein paar Anregungen zum Tag zu deinem Tätigkeit als Leader im Network Marketing. Viel Erfolg für deinen Aufbau. Hier war Harald Psaridis, dein Network Marketing Coach. Wir sehen uns.